Ich will angeln. Ja. Mach doch. Ich glaube gar nicht, wo wir sind. Am Wasser. Das wusste ich, dass die Antwort kommt. Unglaublich. Was wollen wir machen? Motto heute tatsächlich, ein Tag, zwei Filme. Wir waren heute früh, relativ früh los. Also 3:30 klingelte bei mir der Wecker. Nee, stimmt nicht, 3:50. Und waren heute früh an der Ostsee. Den Film habt ihr ja schon gesehen. Ja. Wenn nicht, wir verlinken den nochmal. Da könnt ihr nochmal reingucken. War auf jeden Fall sehr geil. Mit Flundula. Wer das noch nicht weiß, wer oder was das ist, einfach mal reingucken. Genau. Wir haben gerade sind dabei auszupacken. Ich will schon wieder einpacken, weil hier sind Mücken groß wie Möwen. Der alte Spruch. Ja, wir werden ein bisschen Friedfisch angeln. Und werden mal gucken, ob da eine Tinker unterwegs ist. Ja? Also eine Schleie. Und wir haben einen Special Gast da, der sich da bestens auskennt und für uns das Futter organisiert hat. Nicht nur organisiert. Ja, und fertig bereitet, zubereitet hat, vorbereitet hat, so rum. Den kennt ihr schon, der war auch schon mit. Und statt hier irgendwo mal mit ranzukommen, ist der natürlich schon am Angeln. Der ist schlimmer als ich. Das geht nicht. Doch. Nein, aber... muss gehen, ist mein Bruder. Ich wollte gerade sagen, man muss dazu sagen, sind halt Geschwister, ne? Noch irgendwas dazu zu sagen? Nein. Also aufbauen, fertig, los. Da ist er, Mister, herzlich willkommen. Jo, guten Tag. Du hast für uns schon mal ein bisschen was mitgebracht. Heute wollen wir mal gucken, ob wir schön Schlei erwischen, sprich Tinker Tinker, wie sie alle so schön sagen. Und ich habe hier schon öfter Ü50 gehabt. Und das macht richtig Spaß. Angeber. Ja, ich gebe auch keinen anderen mit, weil andere kriegen die gar nicht. Auch Einheimische tun sich schwer damit, aber wir haben so den kleinen Trick raus. Und vielleicht, wenn ihr wollt, werden wir ein bisschen was dazu erklären. Da hat Mister ja die Latte gleich mal richtig hochgelegt, oder? Eine 50er Ü50, Tinker, Tinker. Ob das heute was wird? Wenn so eine Ansagen gemacht werden, ist es ja immer recht schwierig, ob das wirklich eintrifft. Also, gucken wir mal. Ruten raus und dann wollen wir gucken, ob da was geht. Wie gerade erwähnt, hat Mister ja schön Teig mitgebracht, den er selber zusammengerührt hat. Jetzt wollen wir mal in den Eimer reingucken und mal vielleicht ein oder anderes Geheimnis rauskitzeln. Naja, das Anfutter ist folgendermaßen. Wir haben hier Mais, dann habe ich Boilies durch die Mühle gejagt und ein bisschen mit klein bisschen Semmelmehl, das ein bisschen festhält, dass das nur unten auseinanderfällt, so dass die Fische das unten auch finden. Und dann haben wir natürlich optimal. Den Teig habe ich dann praktisch ähnlich gemacht. Nur, dass ich da etwas mehr Semmelmehl genommen habe, damit das auch Teig bleibt. Sonst werdet ihr vom Haken abgehauen, das bringt uns gar nichts. Aber wie ihr schon am Wasser seht, könnt mal gucken, da blubbert schon was. Mit der Auskunft geben wir uns aber nicht ganz zufrieden. Mister, was sind das für Boilies? Und du hattest vorhin, glaube ich, noch irgendwas gesagt, irgendeinen Saft oder sowas? Beim Teig ist das Wichtigste, was wir mal nehmen, ist Semmelmehl. Dann habe ich Boilies, die Vanille-Boilies gemahlen. Und den Saft davon, weil man mit sehr viel Wasser mahlen muss, habe ich mit reingemischt. Und auf jeden Fall auch Maissaft, weil Mais mögen sie auch. Aber komischerweise auf Maiskörner sind sie nicht so fixiert hier. Warum auch immer... Hier mögen sie lieber die dicken Teigmurmeln und da wollen wir auch dabei bleiben. Mal sehen, was passiert. Dann haben wir noch eine rausgelegt mit einem dicken Tauwurm. Vielleicht gibt es ja mal noch so einen länglichen. Wie heißen die noch? Aale? Nehmen wir auf, wenn wir einen kriegen. Also wir haben hier ein sehr, sehr klares Gewässer. Und das heißt, wir haben ein bisschen die Tiefe, so 2, 3 Meter, 4 Meter haben wir noch Lichteinfall. Das heißt, wir haben Unterwasserpflanzen und die stehen ganz schön dicht. Nun will ich aber da drinnen einen Köder anbieten. Das heißt, ein Blei wäre kontraproduktiv. Ich mache jetzt eine freie Leine. Das heißt, ich habe nur ein Vorfach eingehängt, ne, kleine Karabiner. Und um Karabiner habe ich mir eine Teichmurmel geknetet. Das ist mein Wurfgewicht. Recht langes Vorfach, Tauwurm drauf, feuerfrei. Und den lege ich so ein bisschen an eine Kante ran. Vielleicht gibt es da noch einen Aal.
Was mir jetzt gerade mal aufgefallen ist, Peter und Mister sind Brüder. Und jetzt habe ich gerade so gedacht, ich war ja letztens Klamotten shoppen und ich weiß jetzt Peters neuen Spitznamen. Es gibt einen Klamottenladen und jetzt fällt vielleicht dem einen oder anderen auch ein, wie der heißt. Mr. and... Richtig, Lady. Peter. Dein Freund, kannst du schwimmen? Ich finde ihn gut. Lady ab heute. Heiko sagt, ich hatte Hunger. Nee, so sieht das aus. Also, ich würde mal sagen, gut durchgekaut, ne? Aber schnell neu beködern und gleich wieder rein in den Teich auf das, was passiert. Ja, irgendwie stimmt das hier noch nicht. Hier stimmt schon alles ganz gut. Das heißt, wenn du Futter einbringst, wir haben ja Temperaturströmungen und Windströmungen und ähnliches. Das heißt, das Futter, das Aroma muss sich ja erstmal im Wasser verteilen. Und das dauert manchmal halt ein bisschen. Ne? Und da wir auf Zypriniden angeln, die ja keine Standfische sind, sondern Zugfische, also müssen sie das erst wittern und hierher kommen. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, ich muss Peter jetzt erstmal trösten und ein paar Taschentücher geben. Also das tut mir wirklich richtig leid. Also jetzt ernst gemeint, das tut mir wirklich richtig leid, aber vielleicht sagt Peter selber noch was dazu. Ja, was soll ich sagen? Freie Leine, ne? Hier Teichmurmel drum als Wurfgewicht. Und der Haken liegt ja dann schön auf dem Kraut oder der Köder. Eben einen richtig guten Biss gehabt, dann richtig reingekloppt. Vielleicht war es sogar ein Aal, also von dem Kraut, was hochkam. Ja, jedenfalls hat sich der unten irgendwo rumgewickelt und das die Schnur gesprengt. Verdammt. Gib dem Fisch eine Chance, dass er abhauen kann, ist in Ordnung. Was mich dabei immer ärgert, wenn er wegkommt, dass der den Haken noch im Maul hat. Ne? Beim Einzelhaken, okay, den würgen sie noch raus, aber es ärgert einen trotzdem. Neu basteln, nächster Versuch. Peter ist ja sonst so immer der, der einen ganzen Angelladen mitschleppt, ne? Aber was ist jetzt los? Ja, ich habe Friedfischzeug eingepackt und habe die Grundangeltasche, wenn ich mich nicht täusche, sogar im Auto. Aber gut, sag ich, Bruder hier, ne? Jetzt muss er mich, armen Mann, ausrollen. Muss er mit Haken klauen. Ich arme Mann. Peter hat sich jetzt endlich wieder ein bisschen beruhigt. Jetzt kann es weitergehen. Und zwar wurden wir des Öfteren schon mal wieder gefragt, erklärt doch mal bitte wieder ein bisschen mehr. So wie wir es früher in den Videos gemacht haben. Und das kann Peter ja hervorragend. Also, wollen wir mal fragen, was er denn heute so für ein Gerät benutzt. Wie, ich soll hier was erzählen? Na gut, also wir fischen heute mit Friedfischruten, Matchruten und auch kleine Bolo-Ruten. Wobei mein Bruder fischt mit 6 Meter Ruten. Ne? Du hast 6 Meter? 7. 7 sogar, Angeber. Ja, und ich fisch 4,65 die Matchrute und 3,90er. Und die sind ein klein bisschen kräftiger, weil ich damit rechne, dass auch mal ein größerer Fisch rangehen kann. Und da fische ich auch etwas stärkere Schnur, eine 25er. Damit kann man schon ein bisschen viel anfangen. Als Bissanzeiger angle ich mit Pose. Ich habe hier 4 Gramm Posen drauf auf der Matchrute. Und hier vorne habe ich eine kleine Stachelschweinborste drauf, also ganz feine Bissanzeiger. Und eine freie Leine, da habe ich auch eine 30er Schnur drauf, vielleicht auch zum Aalangeln, also dass vielleicht auch noch ein Aal drauf geht, ja, mit Tauwurm. Ja, ansonsten, tausende Rollen sind in der Regel ausreichend. Für die da hinten habe ich ein bisschen stärkere oder größere Rollen. Da ist eine 4000er drauf mit der 30er Schnur. Und hier vorne habe ich dann auch eine, die ist ein klein bisschen kräftiger mit der 25er Schnur. Also eine 3000er Rolle ist dann ausreichend. Das reicht so zum Friedfischangeln. Peter sagt immer, er hat fertig, aber eigentlich sind das doch meine Ruten, war vorhin so abgesprochen. Also, da kommt ihr an mit so einem kleinen Handköfferchen. Ich will ja nicht sagen, wie die heißen. So, das ist so mit einer flachen Hand bügeln sowas, ne? In der Richtung. Und fährt los wie ein Friseur. Ach, und das sind jetzt deine Ruten? Ich glaube nicht. Aber zum Drillen gebe ich Heiko. Na klar, das kann er machen. Ist er nicht großzügig? Sag zu mir, brauchst nichts mitbringen. Ich mach das schon. Und komm hier an mit Kamerakoffer, allen drum und dran. Keine Ruten natürlich dabei. Und ja, wir beobachten natürlich nebenbei immer noch die Posen.
Und ja, also drollig der Kleine, oder? Wisst ihr? Ja. Hast du Taschentücher da? Nein. Tütü? Später. Später. Kriegst du denn an, diesmal? Wer heult denn hier rum? Das ist ein Aal. Warte kurz, überleg mal nochmal. Ein Krautaal. Ich habe so langsam das Gefühl, wenn hier nicht gleich ein Fisch kommt oder bald ein Fisch kommt, Peter geht in den Teich und holt die höchstpersönlich raus. Also wenn hier Wände stehen würden, Peter würde hier hochlaufen. Ihr glaubt gar nicht, was hier los ist. Ja, Heiko übertreibt ganz schön. So hoch müssen die Wände gar nicht sein. Ich nehme auch Bäume. Ja, dann los, stehen ja genug. Noch nicht. Aber das ist wirklich so, es ist sehr ruhig. Die Fische buddeln wie Hulle hier vorne und passieren tut nicht viel. Ich glaube, ich muss meinen Bruder gleich mal wegjagen und selber da angeln. Mal gucken, was denn passiert. Peter sagt gerade, er sucht seine Pose. Aber das sieht nach Fisch aus. Petri! Petri, danke. Der erste an Land. Der erste an Land, eine schöne Rotfeder, schön gezeichnet. Aber schnell zurück. Oh, eine schöne kleine Rotfeder. Da würde ich mal sagen, Lady hat's gerissen. Hier wird das Eis gerade ganz, ganz dünn. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ne? Wir haben Temperaturströmung, wir haben Windströmung. Das dauert manchmal, bis das Aroma sich im Wasser verteilt hat. Und wenn die Fische dann am Platz sind, ja, dann kriegt man auch mal einen Biss, ne? Das ist nicht zum Essen. Ich habe mir jetzt so vorhin schon mal ein paar kleine Teichmurmeln gerollt und die mit angefüttert. Und wir haben das ja eben gesehen, schnell die Rotfeder, eben noch richtig einen heftigen Biss. Jetzt mache ich noch mal ein paar kleine hinterher, vielleicht halten wir sie doch am Platz. Und dass doch noch eine Tinker kommt. Wie sagte Kimmel das letzte Mal? Mann, das ist ja ein Löwe! Ja, ja. Also nicht Peter. Ja, ich hab's geahnt. Das war jetzt eine Aussage für einen Freund, ne? Eine hübsche kleine Rotfeder. Petri! Peter macht gerade im Hintergrund seinen berühmten letzten Wurf. Mittlerweile, ich würde sagen, 9., 10., 11. oder so. Ja, eigentlich war gesagt, oh, Mücken, nein. Eigentlich war gesagt, wir müssen los, beziehungsweise ich muss los. Muss ich jetzt auch. Peter würde gerne noch ein bisschen bleiben. Soll er. Ich lasse ihm die Kamera da, vielleicht passiert noch ein bisschen was. Bis dato leider nicht wirklich viel. Wie lange wollt ihr noch? Boah, Stündchen machen wir noch. Stündchen. Also, wollen wir mal gucken, vielleicht geht ja noch was. Ansonsten wünschen wir euch in diesem Sinne schon mal einen schönen Restsonntag. Da ist der Heiko gerade weg. Und Mister hat einen Biss, alter Falter. Und da hängt wohl eine große Schleie drauf, oder? Aber was für eine. Sehr kapitales Tier. Oh ja, das ist ein richtig schöner Fisch. Mister, ich versuch mal nebenbei. Mit dem Käfer. So, die Aufnahmen sind natürlich jetzt nicht so schick, aber ich gehe mal runter. Oh, das ist eine schöne Schleie, Mister. Ja. Ja, warte. Ja, geht mal hier ran. So. Erstmal ein Hakenlöse. Schön vorne Maulwinkel, das ist natürlich gut. Ja, so, Mister. Das ist eine schöne Tinker. Ja, ganz dickes Petri. Haben wir es ja doch noch hingekriegt. Eigentlich möchte man ja nicht einpacken, aber es wird Zeit, dass wir hier die Segel streichen. Leider ist nicht mehr so viel passiert. Ein paar Rotfederplötzen, die haben noch gebissen. Aber von den Schleien wollte keine. Die eine war sehr schön. Also nochmal ganz dickes Petri. Ja, wir sagen mal Feierabend. Euch einen schönen Restsonntag und jo. Bis zum nächsten Mal. Ist das ein Vieh. Da ist doch tatsächlich noch eine Schleie gekommen.
Diesmal muss Mister aber alleine runter und die keschern. Ich mache mal einen Kescher klar. Altobelli, die ist, glaube ich, noch eine Nummer größer als die andere. Ich gehe mal kurz weg und organisiere mal einen Kescher. Guck mal, wie da einer grinsen kann. Jo, ich muss öfter einpacken, der beißt immer an. Altobelli. Ja, so, ich mach mal so rum. Ein schöner Fisch. Da haben wir doch die schöne Schleie. Ja, dickes Petri nochmal, Mister. Jo, danke, danke. Ja, was soll ich dazu sagen? Da haben wir schon eingepackt, die Abmode gemacht, sind Ruten einpacken und dann knallt er doch noch eine schöne Schleie raus. Siehst du, wie sich das gehört? Naja, dann wissen wir beim nächsten Mal wieder Bescheid, dann wird das nochmal klappen. Wir müssen öfter einpacken. Wir müssen öfter einpacken, sagt Mister. Das ist vielleicht auch eine Option. Also, dann nochmal in diesem Sinne von mir, schönen Restsonntag. Haut was raus und vor allen Dingen erstmal in die Tasten. Bis dahin. Tschüss, tschüss.